Der heutige Schuhur soll sein, le refuat kol amo Israel, für die baldige Gesegnung von ganz Am Israel. Und bichlalam. Emanuel Chai. Emanuel Chai ben Natanel Chai. Bechor Boris Barael ben Kuchava. Yitzchak ben Zvia. Ruben ben Liza. Gabriel ben Chanael. Yosef Chai ben Zipora den Krell Leora. Meir Neorai ben Zipora. Yosef ben Lea. Oh, Gewalt, die Liste, die wird leider Gottes, die wird immer größer und immer größer. Und wohin geht's? Gott redet mit uns, aber wir manchmal wir verstehen das nicht. Ich habe eine Geschichte schon mehrere Mal erzählt, ich muss sie aber noch einmal erzählen. Mich persönlich hat diese Geschichte sehr berührt und ich glaube, jeder von den Namen, die wir jetzt erwähnt haben, sollte diese Geschichte anhören. Gemara sagt, Jerusalem, Ta'anit, 2. Kapitel, drei Sachen sind es, die den bösen Urteil über den Menschen zerreißen können. Shlosha dvarim korim gzar dino shel adam. Tshuva, Tfila und Zakah. Das kennen wir alle noch von Rosh Hashanah. Tshuva, dass man Tshuva macht. Dass man die Reue macht, zurückkehrt von den schlechten Taten, weil Gott will uns aufwecken. Kommt, meine Lieben, ich liebe euch. Zdaka, dass man Zdaka spenden, gibt es all das Böse, was auf mich kommen sollte. Mit diesem Geld soll alles von mir weggehen. Weil Geld auf Hebräisch wird auch genannt Damim. Damim übersetzt ist Geld und auch Blut. Also mein Blut, das Geld wird auch als Blut benannt. Weil wie viel Blut verschwende ich, bis ich diese paar Münzen verdiene? Das ist ein Teil meines Blutes, dieses Geld. Und deswegen, wenn ich dieses Geld jetzt von mir rausnehme, zu Wohltaten, jemand anderem was Gutes zu tun, Gott sagt, du hast von deinem Blut rausgegeben, ich schenke dir neues Blut. Gesundes Blut, du wirst gut leben, besonders schön. Und vielleicht das Gebet. Gebet, ich wiederhole es jedes Mal. Eine der wichtigsten Sachen, die wir haben, eine der hochwertigsten Sachen, die wir haben, die wir aber missachten, die wir nicht genug schätzen, unterschätzen. Die Geschichte, die ich erzählen will, ist über eine Yeshiva in Philadelphia. Es ist eine besondere Yeshiva. Normalerweise in der Yeshivot, man lernt den Torah von früh bis Abend. Und man geht, es gibt ein Schwur, da geht man einmal in der Woche nach Hause, zweimal, einmal in zwei Wochen, einmal im Monat. Aber dort in dieser Yeshiva, dort ist man gegangen, zweimal im Jahr nach Hause. Du warst nur den ganzen Tag von früh bis Abend Torah lernen, zweimal konntest du nach Hause fahren. Einmal zu Pesach, einmal zu Sukkot. Eine Woche jeweils zu Hause und dann wieder zurück und wieder den ganzen Tag nur Torah lernen. In dieser Yeshiva ist gekommen ein Sohn von einer Witwe. Eine junge Witwe hatte mehrere Kinder gehabt. Der älteste war 14 Jahre. Und dieser 14-jährige Sohn wollte Torah lernen in dieser Yeshiva. Für die Mutter war es schwer. 14-jähriger Sohn, er ist für mich jetzt so wie der kleine Vater. Aber trotzdem, für Torah lernen, geh mein Sohn. Die haben gelebt in Colorado, von Colorado nach Philadelphia, ein langer Weg. Ist gekommen und hat dort begonnen, Torah zu lernen. Und die Lehrer dort sehen, dass dieser junge Mann, sein Benehmen war ein bisschen merkwürdig. Er hat also die Süßigkeiten nicht gegessen. Er hatte vom Essen, er war nicht so aktiv, er war immer ganz, ganz so ein ruhiger Typ. Vielleicht ist es ist ein ruhiger Typ, aber das war ein bisschen zu viel. Haben gedacht, vielleicht hat er Heimweh. Vielleicht hat Sehnsucht nach seiner Mutter. Er sagt, okay, lass mal, mit der Zeit wird es besser. Aber die sehen, es wird nicht besser. Nun kann man nichts machen. Man hat genommen diesen Sohn, man hat diesen jungen Burschen, haben sie genommen und diesen jungen Burschen haben sie genommen
dort ins Spital zu einem Psychologen und geschaut, ob es wirklich nur Heimweh ist oder vielleicht noch irgendetwas dahinter ist. Man hat ihn im Spital untersucht, Psychologen, und wir haben gesehen, alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung, denn es kann sein, dass es nur Heimweh ist, dass er Sehnsucht nach Hause hat. Es vergeht noch eine Woche und die Lage von diesem Burschen wird schlechter. Er beginnt schon fast überhaupt nichts zu essen. Also man muss ihn zwingen, dass er irgendwas isst. Schicken ihn wieder ins Spital. Wieder kommt Generalkontrolle von Kopf bis Fuß. Alles, die sagen, alles ist in Ordnung. Nun, man wusste jetzt nicht, was zu tun. Sollen wir jetzt die Mutter kontaktieren oder nicht? Aber vielleicht, sie ist so weit weg, Colorado und hier Philadelphia vielleicht. Was kann sie da helfen? Und auch der Junge hat gesagt, nein, nein, bitte nicht mit Mutter kontaktieren, mit ihr alles in Ordnung sein. Der Rosh Yeshiva, der Rabbiner von der Yeshiva, hat den Oberrabbiner dort angerufen und gefragt, was zu tun ist. So ist der Fall, ein Junge, und im Spital, also die Ärzte sagen, alles ist in Ordnung, aber wir sehen, es ist nicht in Ordnung. Okay, der Rabbiner ruft im Spital an, sagt, ich will einmal sehen, was mit den Jungen los ist. Der Rabbiner ruft im Spital an, ja, Shalom, hier spricht der Oberrabbiner und ich will Informationen über Falonche. Wir sagen immer mit hohem Respekt der Rabbiner, aber es gibt einen Datenschutz und wir dürfen niemandem, und mit niemandem ist es niemandem, Informationen über jemand anderen geben. Dort kann man nichts machen, aber der Rabbiner, er hat einen Schüler gehabt, der war irgendein Direktor dort im Spital, sofort Connections, wie es üblich ist, er ruft an, du schau bitte, mach dort und schau, was mit diesen Jungen los ist. Der Schüler geht und macht verbotene Türen auf, checkt alles ab, ruft den Rabbiner und sagt ihm, laut der Information, die ich in seinem Akt gesehen habe, der Junge kann nicht länger als 2 Monate leben. Was? Nicht länger als 2 Monate leben. Das ist das, was ich jetzt in seinem Akt gesehen habe. Und ja, der Rabbi in Schock. Und jetzt der Rosh Yeshiva, der Rabbiner von der Yeshiva, fragt den Rabbi, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir jetzt seiner Mutter sagen? Seine Mutter, das ist eine Witwe, ihr ältester Sohn mit 14 Jahren. Wenn sie jetzt erfährt, dass es nur 2 Monate zum Leben gibt, und wieso habe ich es ihm nicht vorher gesagt? Was sagt er, du, ich bin jetzt momentan geschockt, emotionell, ich bin nicht in der Lage jetzt, irgendwas zu antworten. Ruf mich in einer Woche an, in einer Woche werde ich dir Bescheid sagen. Noch in dieser Nacht, der Junge hat sich verschlechtert, schlechter gefühlt, keine Luft bekommen und ist in dieser selben Nacht gestorben. Oh mein Gott. 14-jähriger Bub in die Yeshiva gestorben. Der Rosh Yeshiva ruft wieder den Rabbiner, den Oberrabbiner. Quadrat bezüglich den Jungen, ich habe dir gesagt, ruf in einer Woche an. Nein, nein, es ist keine Frage. Der Junge ist tot, ist gestorben. Was? Oh mein Gott. Die haben gesagt 2 Monate. Ja, 2 Monate, was die sagen, aber Fakt, der Junge ist tot. Was tun willst du? Wie soll mir seine Mutter jetzt erzählen, dass ihr Junge, dass ihr Sohn gestorben ist? Sagt er dem Rosh Yeshiva, du erzählst. Er sagt, nein, nein, sie als Oberrabbiner, sie müssen es erzählen. Nein, du, nein, er, nein, du. Am Ende, Oberrabbiner, du musst es erzählen. Sagt er, das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber ich muss es tun. Der Oberrabbiner ruft die Mutter an und langsam, langsam, ja, man darf solche Informationen nicht auf einmal geben, auch wenn es nicht ein Junge, egal, bei solchen Situationen muss man langsam diese schlechte Nachricht übergeben. Er sagt, ja, ihr Sohn ist so und er hat sich ein bisschen schlecht gefühlt und es hat sich ein bisschen verschlechtert und wir wissen nicht, sollten wir es ihnen sagen und am Ende, ja, kurz gesagt, am Ende nach langen Vorbereitungen, morgen ist Leweia von ihrem Sohn, wir müssen alles vorbereiten. Die Beerdigung von ihrem Sohn ist morgen. Was? Beerdigung? Bumm! Hört er vom Telefon und nachher hört er kleine Kinder weinen und schreien noch herum. Die sind auch noch gefahren, nur er ruft sofort Rettung zu ihr nach Hause. Die Mutter wacht auf und die haben jetzt gemacht,
Die haben gesagt, wir müssen jetzt, Tragödie ist geschehen, ein junger Mann, 14-Jähriger, ist gestorben in der Yeshiva. Das heißt, wir müssen jetzt etwas besorgen. Wir machen jetzt bei der Beerdigung keine normale Beerdigung. Wir machen da eine Mega-Schulung. Das heißt, wir werden alle einladen. Wir werden jetzt dort, wo alle sind, wir werden nicht in 10 Minuten, wir werden eine Stunde, wir drehen der Rosh Hashiva, eine Stunde der Oberrabbiner, und wir werden alle ein bisschen ausschütteln, damit man Reue macht, damit man Tshuva macht, damit man schaut, dass es so eine Tragödie ist passiert, wir müssen uns verbessern. Man bereitet alles für die Beerdigung vor, und dort in Amerika ist es so, dass bei den Beerdigungen in den Synagogen man die Trennung Männer und Frauen, man versucht es bei den orthodoxen Gemeinden sehr stark einzuhalten, wegen den Reformen und Konservativen und noch diese verschiedenen, was es dort gibt, weil die versuchen, da gibt es eine Chazanit und all diese Blödsinn, was sie erfinden, jeden Tag neue Blödsinn. Und war getrennt, und der Leiter von der Beerdigung sagt, so, wir wollen jetzt bitte einladen den Oberrabbiner, dass er uns einige Wörter sagt. Diese einige Wörter war geplant jetzt eine Stunde. Plötzlich von der freien Abteilung ein Schrei, stopp! Die Mutter, ich will was sagen. Bei uns ist es nicht üblich. Frauen reden nicht bei der Beerdigung. Alle haben begonnen zu flüstern, und dann der Rav sagt, obwohl es bei uns nicht üblich ist, dass bei einer Beerdigung Frauen reden, hier ist es ein besonderer Fall. Sie können aufsteigen, aber nur maximum 3 Minuten. 3 Minuten reden, und dann gehen Sie bitte runter. Sie kommt weinend, mit Tränen, steigt sie auf und beginnt ihre Rede und sagt, ich möchte mich herzlich bedanken beim Rosh Hashiva, bei den Rabbinern, bei dem ganzen Team, das es dort in der Yeshiva gab. Ihr habt gut für meinen Sohn gesorgt. Ihr habt ihn ins Spital gebracht. Ihr habt ihm, also die Ärzte, alles, was ihr gebraucht habt, habt ihr ihm gegeben. Aber eines werde ich euch niemals verzeihen. Nicht auf dieser Welt und nicht auf der nächsten Welt. Wieso habt ihr mir nicht erzählt früher, dass mein Sohn in so einer Situation war? Und wenn ihr fragt, was konnte ich helfen? Ich bin in Colorado und ihr seid in Philadelphia. Ihr wisst nicht, wie mächtig die Gebete einer Mutter sind. Ich konnte für ihn beten. Und das habt ihr von mir entnommen. Ich konnte für meinen Sohn beten, und das habt ihr von mir entnommen, und ich werde es euch niemals verzeihen, und ist runtergegangen. Alle schauen jetzt, alle sind geschockt. Und dann, Chavot Kvodarach, bitte, Sie sind dran zu reden. Der Rab hat seinen Kopf, sagt, ich kann nicht reden. Rosh Hashiva, okay, dann Rosh Hashiva, ich kann auch nicht reden. Yoshev, Beset Rebion, sofort die Beerdigung, Tschitschak und alles fertig. Nachher den Rabbiner gefragt, Kvod Rab, Sie haben hier vorbereitet eine Rede für eine Stunde. Wieso haben Sie nicht geredet? Wir wollten ja alle dazu bringen, Tshuva zu machen. Wir wollten ja alle dazu bringen, den richtigen Weg zu gehen. Das war ja geplant. Sagte die Mutter mit diesen 3 Minuten, die sie gesprochen hat, einen viel größeren Effekt als meine Rede von 10 Stunden. Sie hat die Wahrheit gesagt. Es stimmt. Das, was sie gesagt hat, es stimmt. Was hat er nicht gesagt? Er hat es zu spät erfahren. Dem Spital haben wir nichts gesagt. Auch an diesem einen letzten Tag. Steht geschrieben, Afilu Cheref Chada, auch wenn eine scharfe Klinge unter deinem Hals ist, darfst du nicht die Hoffnung aufgeben. Sogar in der letzten Sekunde, du weißt nicht, was ein Gebet für eine Macht hat. Und wir, Gott sei Dank, Baruch Hashem, Gott sei Dank kann man nicht sagen, aber leider Gottes, wir hören sehr oft über kranke Leute, und da noch ein Name dazugefügt und dort noch ein Name dazu. Wir beten für alle für eine hundertprozentige Gesegnung. Aber wir dürfen nicht unterschätzen die Macht, die Gott uns in die Hand gegeben hat.
Wir haben Gott dazu gegeben, hat uns gegeben in die Hand, das Gebet. Betet. Betet und mit dem Gebet werde ich euch helfen. Leider Gottes, sehr oft verstehen wir das nicht. Ja, es ist Gott sei Dank, man macht Afrashat Challah für viele Leute, man macht Teilim, super, sehr, sehr gut. Noch mehr, jeder soll versuchen. Alleine, man muss jetzt, hast du 2 Minuten Zeit, Ibonosho Olam, Shir Lamalot, bitte schick eine 100%ige Gesegnung für alle Kranken, die es hier in der Stadt gibt. Mishar Kol Cholam Israel. Und diese Gebete, die helfen. Die helfen. Man darf nicht unterschätzen, wie sehr sie helfen. Umso mehr die Gebete, die du für jemand anderen hier betest, diese Gebete, die werden irgendwann einmal werden sie zurückkommen auf dich selbst. Das heißt, die werden dich nachher irgendwann mal beschützen. Es steht geschrieben im Buch der Tehillim, Psalmen, David der Melech, Perek Membet, Pasuk Bet, 42. Steht geschrieben so. Keayal ta'arog al afike maim. Ke nafshi ta'arog elecha Elohim. Keayal. Keayal. Das haben wir damals vor Yom Kippur gesagt. Keayal ta'arog al afike maim. Wie heißt das? Vater von Bambi. Re. Hirsch. Gazelle. Oder wie das immer heißt. Ihr kennt es. Ihr wisst, was ich meine. Keayal ta'arog al afike maim, so wie ein Reh, Hirsch oder was auch immer. Ta'arog al afike maim, bist du über die Wasserbrunnen. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim, so meine Seele sehnt sich zu dir, Gott. Was ist das mit diesem Ayal, mit diesem Reh? Sagt die Gemara der Talmud, Baba Batra, Seite 16b, dort wird geschrieben, Ayal, die Ayala, das Weibchen, wie heißt das? Gazelle, Bambi, die Mutter von Bambi. Kurz gesagt, also das weibliche Hirsch, wie gebärt so eine Hirschin, oder was auch immer, wie gebärt sie? Steht geschrieben, dass die Gebärmutter von seinem Hirsch, das ist sehr, sehr schmal und klein. Ein Bambi kann da nicht rauskommen. Aber was macht Gott? Gott schickt eine giftige Schlange. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Reh gebären muss, schickt Gott eine giftige Schlange, die dieses Reh beißt genau an der Gebärmutter. Und durch dieses Gift verbreitet sich die Gebärmutter und kommt nachher dieses Reh hinaus. Gemara, Baba Batra, Seite 16. Und was ist so besonders dabei, sagt der Ben Yishchai. Besonders dabei, dass diese Ayala, sie hat Schmerz. Frauen wissen, wie es ist, ein Kind zu gebären. Schmerzen, es tut weh. Man muss in einem Kreis sein und zuhören, wie die Frauen dort schreien. Man bekommt nachher keine Lust auf. Und die Frauen schreien dort, es tut weh und bei diesem Reh auch da starke Schmerzen. Und auf natürliche Weise kann es nicht rauskommen. Gott, und sie betet an Gott. Sie betet an Gott und sagt, Gott, bitte hilf mir. Ich habe mich auf niemanden zu verlassen, sondern nur auf dich. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieser Ayala betet für Gott, da kommt diese Schlange und beißt sie in die Gebärmutter und kommt das Baby nachher hinaus. Wenn es zu früh geschehen wird, wird dieses Reh sterben an dem Gift. Wenn es eine Minute zu spät ist, ist es nachher tot von der Geburt. Das heißt, sie muss so stark beten, dass Gott diese Schlange genau zum richtigen Zeitpunkt zu ihr schickt und sie weiß, damit sie gebären kann. Was für ein Gebet ist das? Ein Gebet, wo du dich jetzt nur an Gott verlässt. Du weißt jetzt, also wenn Gott jetzt mir nicht hilft
und mir nicht so ein starkes Gift schickt, zum richtigen Zeitpunkt, dann bin ich verloren. Sagt David der Melech, so bete ich dich, Gott. Wenn ich zu dir bete, das ist für mich, ich habe mich auf niemanden zu verlassen, sondern nur auf dich. So wie diese Ayala. Ke'ayal ta'arog alafi ke'mayim, genauso wie diese Ayala betet und weiß, hat sich auf niemanden zu verlassen, als auf dich. Genauso sagt David der Melech, so ist mein Gebet zu dir, dass ich mich auf niemanden verlasse, als auf dich. Nein, nein, das ist was anderes. Aber die Frage stellt sich, Ayala ist weiblich, Ayal ist männlich. Warum sagt König David, ich bete zu dir wie ein Ayal, im männlichen Sinne. Ein Männchen gebärt keine Kinder. Er sollte eigentlich schreiben, ke Ayala, also wie eine im weiblichen Sinn, Ayala. Warum ist da Ayal im männlichen Sinn? Ui, der Midrash sagt, Ayala Chassida shel Bachayot. Ayala, das ist ein sehr frommes Tier. Chassida, ein sehr frommes Tier. Warum? Wenn die Tiere Regen brauchen und es regnet nicht, dann gehen alle Tiere zu dieser Ayala und bitten diese Ayala, bitte bete an Gott, dass er uns Regen bringt. Was macht diese Ayala? Sie nimmt ihre Hörner, nicht Hörner, sondern Geweih. Sie nimmt ihr Geweih und macht ein Geweih. Sie nimmt dieses Geweih und steckt es in die Erde, in den Boden und sagt, Gott, Gott, ich gehe von da nicht weg, bis es nicht regnet. Bitte bring uns Regen. Das ist so wie Chonia Meagel, Maramasichetani. Chonia Meagel, es gab keinen Regen, was hat er gemacht? Er hat sich rundherum um sich einen Kreis gemacht, hat gesagt, Gott, bis es nicht regnet, ich komme da nicht raus. Chonia Meagel, Zadig Sololano. Was ist passiert? Es sind gekommen Tropfen bei Chonia Meagel jetzt, also hier nebenbei. Ja? Chonia Meagel, als er das gesagt hat, sind gekommen Tropfen. Das ist sozusagen vom Himmel, weißt du was? Steig runter vom Baum, ja, geh weg. Passt schon. Hier hast du Regen, geh weg. Sikimele. Sagt er, nein, 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 nicht so einen Regen habe ich gewünscht. Starkes Regen. Ist plötzlich gekommen, bam, 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 alle Dächer, alles ist kaputt gegangen. Sagen sie ihm, Honi, wolltest du einen Regen, dass du jetzt das ganze Land ruinierst? Sagt er, nicht so einen Regen habe ich gewünscht. Sondern ein Regen, was befüllt alle Gruben und und Brunnen. Alle Gruben und Brunnen, das ist alles befüllt. Ist gekommen so viel Wasser, bis es nachher zum Harabait alles voll war. Sagt Gott, hör damit auf, Amcha Israel, sie können nicht zu viel Schlechtes und nicht zu viel Gutes bekommen. Bitte geben ihnen ein gesegnetes Regen. Shimon ben Shattach, als er das gehört hat, hat er genau dasselbe gesagt wie du. Was ist das? Wer bist du überhaupt? Wenn du nicht Chonia Meagel wärst, ich hätte dich nicht verbannt. Was ist das? Wie redest du mit Gott? Nein, nicht so eins, so eins. Sag danke für das, was er dir gegeben hat. Noch dazu, ich komme nicht raus aus dem Kreis, bis du mir nicht gibst. Aber er sagt, aber dann sagt Shimon ben Shattach, aber was soll ich machen, dass du wie ein Sohn vor einem Vater bist, der sich auch Sachen erlauben lässt bei seinem Vater. Sohn seinem Vater sagt, Papa, bitte, ich will das. Nein, nein, ich will doch das. Ich will. Ein anderer gibt mir eine Watsche, aber Papa sagt, okay, mein Sohn, komm, komm, ich gebe dir. Komm, aha, willst du das? Okay, nimm das. Nein, nein, doch, nimm auch das. Sagt er, was soll ich machen, dass du wie ein Sohn bist vor seinem Vater? Jetzt zurück zu Ayala. Ayala steckt ihr Geweih in den Boden und sagt, ich komme da nicht raus, bis du nicht Regen bringst. Gewalt! Was soll man jetzt tun? Und dann, Gott lässt Regen.
fragt jetzt, was passiert, wenn zwei Sachen gleichzeitig kommen? Wenn jetzt diese Ayala ein Kind gebären muss und gleichzeitig kommen jetzt die Tiere und sagen, wir brauchen Regen. Wofür wird diese Ayala beten? Für das Regen für alle oder für die Geburt, lebensgefährliche Geburt für sich selbst? Steht geschrieben, für alle. Das heißt, betoch an mir noch Kiyoshabet, ich werde beten für alle Tiere. Kollektiv, für alle Tiere. Das ist. Deswegen, die Gebete, die wir heute beten für andere kranke Leute, wir sind so wie David der Melech, Ke'ayal. Darum sagt David der Melech, Ke'ayal, diese Ayala macht sich wie ein Männchen. Ja? Nicht jetzt weiblich, sie ist nicht im weiblichen Sinne Ayala. Obwohl ich jetzt brauche die Rettung als eine Ayala, ich bete dich an wie ein Ayal. Für alle, nicht für mich persönlich. Und genau so sind auch unsere Gebete, obwohl jeden von uns. Ich glaube, jeder hat irgendwelche Sachen, die er dringend braucht und die ihm sehr, sehr stören und für die er beten muss. Er soll auch dafür beten. Es ist gut, es gibt keine Grenzen bei Gott. Dann, Maximum, so viel bekommst du und nicht mehr. So viel du kannst. Erweitere deinen Mund und ich werde es mir füllen, sagt Gott. Aber noch wichtiger ist es, immer versuch, schau, es gibt leider Gottes sehr, sehr schlimme Fälle, bete auch für die anderen. Bete für die anderen. Mishar kol cholamu Israel. Und alle sollen gesegnet sein mit dem. Und deswegen, Tfilat Rabbin, Tfilat Zibur, ein Gebet in der Gemeinschaft hat einen viel, viel höheren Wert. Was ist der Unterschied? Hat jemand? Ich werde zu Hause beten, ich lege Tfilin zu Hause. Ich werde zu Hause beten, ist dasselbe, oder? Gott ist überall. Ist einer gekommen zu Rav Kanievski, Rav Chaim Kanievski, ist gekommen zu ihm, der sagt, Vater, ich habe eine zweijährige Tochter zu Hause, sie darf nicht glauben. Also wir haben so ein Metermaßband, sie das. Ja? Und sie hat genommen Legosteine, sie hat sie gelegt auf die Hand und mit diesem Metermaßband hat sie gemacht, so wie Tfilin. Und Zadika! Und nachher hat sie genommen auf den Kopf. Er hat gedacht, jetzt wird Rav sagen, deine Tochter hat eine Seele von Rivka Imenu. Rav schaut den Mann, sagt ihm, warum betest du zu Hause? Bete in der Synagoge. Woran hat er gedacht? Weil von wo soll ein zweijähriges Mädchen wissen, Tfilin, hier und da. Bete in der Synagoge, nicht zu Hause beten. Oder sind gekommen ein Paar. Ein Paar sind gekommen, am nächsten Tag nach der Hochzeit. Sind gekommen wieder zu Rav Kanievski, Quodalab, sie werden es nicht glauben. Gestern Nacht haben wir geheiratet. Heute in der Früh, wir sehen zwei weiße Tauben auf unserem Tisch stehen. Jetzt, was hat das zu bedeuten? Das hat zu bedeuten, dass er vergessen hat, das Fenster zu schließen. Das hat zu bedeuten. Rav Kanievski, was hat das zu bedeuten? Rav Kanievski, ja. Das heißt, er sagt, bete nicht zu Hause, bete in der Synagoge, in einer Gemeinschaft. Warum? Die Gebete in einer Gemeinde, die Gebete in der Gemeinschaft, in einem Minyan, die Chance, dass sie angenommen werden, werden viel, viel größer sein. Als Beispiel, es gab einmal einen König, der gesagt hat, so jetzt muss mir die ganze Stadt, ich mache eine Feier und ich kann es nicht auf meine Kosten machen. Ich will Steuern, aber was für eine Steuer? Jeder Einwohner von meiner Stadt muss zwei Flaschen Wein bringen und in einem großen Fass bei mir lernen, weil ich brauche diesen Wein für meine Hochzeit oder irgendeine Feier, die gemacht hat. Nur jetzt alle, wo so eine Wein bringen, nur jeder musste, wer nicht bringt, Gefängnis. Gab einen Armen, von wo soll er jetzt bringen Wein, was soll er jetzt machen? Er hat genommen zwei Flaschen Wasser. Oh, er hat gewartet, zu Mittag waren viele Leute dort, er kommt mit den Leuten, kommt er dorthin und zwei Flaschen Wasser und dort die Wächter, die dort waren, ja, und er geht, kommt nachher mit zwei leeren Flaschen, ja, ich habe schon gegeben, ah, okay, und geh weg. Hat man nichts gemacht, geh nach Hause, okay, mit allen zusammen, merkt man das nicht. Der Nachbar von diesen Armen war auch arm, ich dachte sich im Moment, okay, wenn er es kann, kann ich es auch.
hat auch genommen 2 Flaschen Wasser. Er kommt am Abend, wo schon fast niemand mehr dort war, kommt mit 2 Flaschen. Was ist das? Sagt er, ja, ich muss das. Schau, Wasser, du wolltest den König reinlegen und hast Wasser bestraft noch dazu. Doppeltes musst du zurückbezahlen. So was Ähnliches. Wenn wir in eine Gemeinschaft beten, dann bei einer Menge, auch wenn du nicht hundertprozentige Gedanken hast, auch wenn du nicht hundert, du kommst nur. Aber als Einzelperson, oh, Einzelperson, was willst du? Warum? Wer sagt? Bist du es wirklich würdig? Das ist viel, viel. Deswegen versuchen wir jetzt, wir beginnen jetzt ein neues Jahr, versuchen in eine Gemeinschaft zu beten, in einen Minyan. Es gibt Gott sei Dank hier in der Stadt gibt es sehr, sehr viele Minyanim. Es gibt um 6 Uhr, um 7 Uhr, um 8 Uhr, 9 Uhr gibt es auch Minyanim für die Spätaufstehenden. Ja. In der Früh, am Abend, zum Mittag gibt es Mincha um 13 Uhr, dann gibt es am Abend, zu jeder Zeit, Arvid gibt es um 9 Uhr, um 7 Uhr, um jede Zeit. Jedem das so, dass es recht ist. Versuchen, in einem Minyan zu beten, das ist wirklich etwas sehr, sehr Starkes.